herzlich willkommen hier zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, ich habe mega gute Laune und das liegt unter anderem an folgendem Paket, das hier gekommen ist. Bleh, was ist das denn für ekelhaftes Zeug? Egal. Das liegt unter anderem an diesem Paket, aber nicht nur an diesem Paket, es liegt auch an einem anderen Paket, das ich bestellt habe. Das ist noch nicht da, deshalb wird dieses Video aus zwei verschiedenen kleinen Pack-Openings bestehen, die ich aber zu einem zusammenfüge, weil ich habe das alles gemeinsam gekauft. Insgesamt habe ich für 245 Euro geshoppt und das hier ist jetzt der Cotton und Zeller-Teil, der logischerweise schneller da ist wie der zweite Teil. Denn der zweite Teil, ich kann es euch als Tipp geben, der kommt von außerhalb von Deutschland und muss geschifft werden. Und es gibt einen großen YouTuber, der Sachen verkauft. Und ja, das sind jetzt die Tipps, die ich euch geben kann. Ich meine, ihr habt es wahrscheinlich eh schon im Titel oder sowas gelesen irgendwo. Und ja, es ist einfach, ich habe von Norwich noch was bestellt. Was genau, zeige ich euch dann logischerweise gleich. Jetzt erstmal hier das Cotte und Zeller Paket, aber das war es auch noch nicht, warum ich gute Laune habe. Und zwar, ich weiß noch nicht, ob es schon online ist oder ob dieses Video erst online kommt oder dies, das. Ich war gestern auf der großen JBG3 Tour und es war absolut krass. Ich habe so viel Spaß gehabt. Die Crowd war teilweise echt komisch. Also sie war, im einen Moment war sie so, irgendwie keiner hat mitgemacht, war einschläfernd. Aber in 99% der Fälle ist die Crowd absolut ausgerastet, zu jedem Song mitgegangen und es war einfach übelst geil. Hier hinten habe ich übrigens noch den Zettel, wo ich abgestrichen habe, wie viele Tage es noch bis zur JBG3 Tour sind, weil ich konnte es nicht abwarten. Und kurzer Fact dazu noch, das ist genug Gelaber, schaut euch einfach das Video an, da habe ich das Ganze dann auch noch erzählt, was dann auf der JBG3 Tour noch passiert ist. Und ja, fangen wir einfach an mit diesem Video jetzt, mit diesem Pack Opening, und ich würde sagen, wir nehmen unser kleines Messerchen und schneiden uns hier vorsichtig, ich will das Ding nicht zu arg beschädigen, weil ich hier schon drauf rumsäbel wie so ein Gestörter, aber so sollte das Ganze klappen, dass wir auch nichts beschädigen. Und ja, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal auf einem Konzert wart und wenn ja, von wem und wie ihr sowas findet. Also ich finde, es ist, wenn man von irgendwas Fan ist, also von irgendeinem Musiker, von irgendeiner Musikgruppe oder sonstiges und dann auf einem Konzert ist, ist das einfach nochmal ein ganz anderes Feeling, wenn man dann noch tausende Leute hat, die da mit dazu abgehen. Und ja, es war auf jeden Fall mega geil. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Aber wir machen hier erstmal 20 Kilo Dämmmaterial weg, kennt man ja, aber wenigstens ist es gut geschützt. War zwar jetzt bei dem Inhalt, was ich mir bestellt habe, nicht ganz so wichtig, aber lieber zu viel Dämmmaterial als zu wenig. Und zwar, ich hole mal kurz die Rechnung raus. Und zwar kommen wir auf einen Betrag von 69,89 mit Versandkosten. Und alles, was ich bestellt habe, sind Kugeln. Und ich habe quasi jetzt, also ich habe fast keine 0,2 Gramm BBs mehr, denn auf dem letzten Battle Day, mein erstes offizielles Event, ich weiß nicht, ob ihr dieses Video schon gesehen habt, wie gesagt, ich produziere momentan richtig viel für euch und hau das alles dann die nächsten Wochen so raus. Ich habe schon etliche Sachen auf meiner SD-Karte, ein paar Sachen schon abgespeichert und sowas, also halt geschnitten und sowas. Aber ja, ich will die jetzt halt, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich die raushau. Auf jeden Fall habe ich dort ordentlich Munition verballert mit meinem MG. Und es ist halt dann was anderes, wenn man dann an einem Tag zum Beispiel auf einmal 4000 Schuss oder sowas rausrattert. Das geht dann schon auf die Kugeln und ich hatte eh nicht mehr viele. Deshalb habe ich mal wieder eine Großbestellung gemacht. Ihr wisst ja, damals habe ich zu meinem 50-Abo-Special, daran wird sich wahrscheinlich fast keiner oder keiner erinnern, da habe ich ein Pack-Opening gemacht, wo ich 60.000 Kugeln bestellt hatte
Und davon waren 50.000, glaube ich, für mich und 10.000 noch für Kumpels, die ich bestellt hat. Und ja, ich hole sie einfach mal raus. Wir haben hier die BB King Kugeln bestellt. Präzisions-BBs, 0,2 Gramm. Die sind echt präzise, sind Bio-BBs, das war mir wichtig, weil sie auch nur 1 € mehr kosten, wie wenn ich die jetzt in normal, also ohne Bio genommen hätte. Und da tue ich doch der Umwelt doch lieber was Gutes und benutze Bio-BBs. Außerdem sind ja auf manchen Spielfeldern nur Bio-BBs erlaubt und ja, so bin ich auf der sicheren Seite. Also, wie viel haben wir? Eins, zwei, drei. Verpackungsmaterial. Vier. Fünf. Und unten nochmal Verpackungsmaterial. Wir haben 5 Beutel von diesen BBs und es sind jeweils 5.000 Stück. Sprich, wir haben 25.000 BBs bestellt, 0,2 Gramm Bio-BBs. Die kamen auch schon nach einem Tag jetzt an, also wie man den Versand von Kotte und Zeller im Regelfall gewohnt ist, sehr pünktlich und zuverlässig. Und ja, ist auf jeden Fall mega geil. Ich bin jetzt erstmal wieder fürs nächste Jahr wahrscheinlich ausgerüstet. Wahrscheinlich sogar noch länger für die nächsten 2 Jahre oder so. Denn die 0,2 Gramm BBs, die spiele ich halt doch noch bei den meisten Waffen. Zum Beispiel bei der AK spiele ich 0,2, bei dem M249 spiele ich 0,2 und bei der Glock zum Beispiel, da spiele ich auch 0,2. Also bei den meisten Airsoft-Waffen, die ich besitze, spiele ich 0,2 Gramm BBs. Sogar bei der MP7 und die hat 1,3 Joule, spiele ich 0,2. Hat einfach den Vorteil, dass die Kugeln weiterfliegen und trotzdem die beste Präzision bei meinen Waffen aus meinen Erfahrungen haben. Und ja, wie gesagt, das kann jeder anders machen. Aber ich laber schon wieder die ganze Zeit rum, sorry Leute, aber ich habe heute echt Erzähldrang und ich bin einfach mega gehypt momentan, wie meine Lebenssituation ist und sowas. Es ist einfach geil und deshalb kann ich euch nur mitgeben, bleibt einfach positiv, egal in was für einer Lebensphase ihr seid. Strengt euch an, wenn ihr irgendwas erreichen wollt. Das war jetzt der erste Teil und jetzt seht ihr Part 2, der wahrscheinlich erst in 2 Wochen aufgenommen wird. So Leute, wir sind back und das zweite Paket kam direkt einen Tag, nachdem ich das andere Video gedreht habe, also den Anfang von diesem Video hier. Und wir labern nicht so lange rum. Paket hier, wir sehen, Norwich ist der Absender. Ist leider ein bisschen eingerissen. Mal schauen, ob noch alles ganz ist. Wenn nicht, ich habe ein Foto gemacht und sowas. Dann wird das Ganze natürlich wieder eingeschickt. Und ja, hoffen wir mal, dass nichts kaputt ist. Und packen mal das Paket auf. So, nichts mehr drinnen. Wir haben hier mehrere Sachen. 3 kleine Päckchen. Sehr klein, aber sehr teuer. Hier sehen wir auch schon das erste. Ich weiß nicht, ob es scharf stellt, ob man das sehen kann. Auf jeden Fall sind das 0,4 Gramm BBs. 555 Stück. Von Norwich. Bio-BBs haben auch das Bio-Siegel. Und ja. Ist auf jeden Fall cool, dass ich wieder welche habe. Ich meine, ich habe zwar noch welche, aber ich sag mal so, ich habe lieber 555 zu viel als zu wenige. Und ja, machen wir gleich das nächste auf. Das ist ein sehr kleines Päckchen, aber ein sehr wertvolles, wie ich finde. Dort haben wir nämlich eine Halterung, eine Rail Mount quasi. Richtig cool. Die ist für das Scope und jetzt sollten die meisten eigentlich schon wissen, was sich hier drinnen befindet. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Ich habe jahrelang darauf gewartet, mir endlich eine Scope Cam zu kaufen und genau das verbirgt sich hier drinnen. Und oh mein Gott, ich zitter schon voll. Es ist auf jeden Fall
Der Karton ist richtig, richtig schön. Kann man für den Preis natürlich auch erwarten. Ich meine, 180 Euro sind jetzt kein Schnäppchen. Aber dort ist einiges dabei. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich verlinke es euch mal unten, was das halt alles, also was da alles dabei ist und so weiter. Und ihr könnt es auf jeden Fall mal gerne auschecken. Bei Norwich auch ein Abo dalassen. Bei mir natürlich auch. Video liken würde mich auch freuen. Und ja, wir haben hier einmal ein Ladekabel. Dann haben wir hier die Mount, also die Clip Mount, dass wir das auf die Rail drauf klippen können. Und natürlich hier die Kamera an sich. Die packe ich jetzt mal aus. Ganz vorsichtig. Boah, die sieht so hochwertig aus. Boah, geil. Ihr seht es hier. Foxeer Legend 2. Richtig, richtig geil. Sieht, wie gesagt, sau hochwertig aus. Ist auch alles richtig gut geschützt. Hier vorne geschützt, unten geschützt und gummiert. Die ganze Hülle besteht, glaube ich, aus einer Gummierung. Sprich, die ist auf jeden Fall auch erstmal vor leichten Stößen geschützt. Und das ist schon mal sehr gut. Und ja, ist auf jeden Fall mega geil. Ich bin so stolz, jetzt ein Besitzer von der Scope Cam zu sein. Und wir werden mal schauen, was wir dann in Zukunft für Videos machen können. Ich habe in 2 Wochen, also wenn ihr das Video seht, dann hatte ich das Spiel vielleicht schon. Da ist das nächste Event und da darf ich mein L96 mit 3 Joule spielen. Und vielleicht werde ich dort diese Kamera schon einsetzen, vielleicht auch noch nicht. Ich meine, ich muss mich da selber erstmal reinfuchsen. Ich schneide immer noch mit Movie Maker. Es wird auch Zeit, dass ich mir mal ein neues Schnittprogramm hole. Aber ja, alles mit seiner Zeit. Und wie gesagt, mit Movie Maker, da gibt es so Editiersachen nicht mit einfach mal ein Fadenkreuz drüber, übers Bild und so weiter. Und Norwich hat ja gesagt, dass da das Zeug dabei ist, dass er das erklärt, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht gibt es dort einzelne Programme, die kostenlos sind. Vielleicht werde ich mir sie erstmal kaufen müssen. Ja, das werde ich jetzt alles sehen. Ich werde mich da jetzt reinfuchsen und werde dann so früh wie möglich natürlich die ersten Testaufnahmen für euch machen. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt und bin jetzt schon so mega gehypt. Ich bin stolz, das ganze Zeug jetzt hier zu besitzen. Und ja, das waren jetzt 245 Dollar bzw. Euro. Und ja, es ist auf jeden Fall mega cool, das Zeug, was ich bestellt habe. Ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen unspektakulär, aber für mich als Sniper und als YouTuber gleichzeitig ist es natürlich ja, einfach was, was ich mir schon ewig gewünscht habe und was auch mega cool ist. Und ja, dementsprechend bin ich auch glücklich jetzt darüber. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, dass ich momentan wieder so aktiv bin. Ich habe einige Videos hier jetzt auf meinem PC, die ich schon abgedreht habe. Und gerade eben in der Sekunde hat der JBG3 Tour Vlog von Kolle und Farid Bang, der ist jetzt gerade fertig geworden mit dem Hochladen und den werde ich jetzt gleich freischalten. Und ja, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall auschecken. Ich bin momentan sehr aktiv, ich drehe Videos, schneide Videos und so weiter. Ich habe eine To-Do-Liste und es gibt viel, was auf euch zukommt. Vielleicht wird irgendwann im April, Anfang, Mitte April, wird dann vielleicht ein neuer Motor-Vlog, aber nicht was Kleines, sondern was richtig, richtig Großes kommen. Und ja, also für die Motorradfahrer unter euch, seid auf jeden Fall auch gespannt. Das kommt wieder, wenn die Saison wieder startet. Und ja, ich bin auf jeden Fall mega hyped. Ich habe übelst Bock auf YouTube momentan. Es macht mega viel Spaß. Ich bekomme auch von YouTube und von euch quasi Resonanzen. Also YouTube zeigt mir das zum Beispiel jetzt mit, ja, wenn sie mir Mails schicken beziehungsweise irgendwas zu meinen YouTube-Einnahmen oder sowas sagen, was mich einfach echt glücklich macht, weil es da auch momentan immer besser läuft. Also ich werde wahrscheinlich niemals von YouTube leben können oder sowas, aber es ist gut, wenn man sich so ein bisschen Taschengeld verdient und das ist auf jeden Fall dank euch momentan möglich. Und auch wenn es nur ganz wenig ist, quasi nicht mal der Rede wert, ich mache diese Videos sau gerne und das macht mich halt einfach mega stolz, wenn ich dann solche Mails von YouTube bekomme. Und ja, auf jeden Fall danke an euch alle. Das Video besteht jetzt halt zu 50% aus Gelaber und 50% Pack Opening. Aber
es ist trotzdem, denke ich, ein cooles Video geworden. Ich musste einfach die Sache mal ein bisschen loswerden. Jetzt habe ich aber genug gelabert. Ich würde sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.